Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge S22 auf dem PC, auf der Mokrund. Ja, zum Start in eine neue arbeitsreiche Woche, ne? Könnte man fast so sagen, ne? Ich meine, wir haben relativ noch viel vor am heutigen Ingame-Tag. Schaffen wir alles nicht in der Folge, das ist mir auch soweit klar. Wir haben ja hier unseren Kalkstreuer umgestellt auf 26, den werden wir auch hinfahren entsprechend. Ich bin jetzt so ein bisschen an Überlegen. Ich meine, bei 36 Metern bei zwei Vorgewänden könnten wir ihn auch losschicken. Ne? Müssen wir mal gucken, wie er sich den Kurs generiert. Schauen wir uns an. So, das hier war eigentlich auch eine gute Nachricht. Er ist noch nicht mal ringsrum und hat schon 40% erledigt. Ne? Da stand er eben so da oben da, oder? Mal gucken bei Mission. Genau, 56% hat er. Da hat er nicht mal ein Vorgewände fertig. Ne? Wahnsinn. Also Vorgewende ist eben nach wie vor nicht zu unterschätzen von der Fläche her. Ne? Ich meine, wenn man hier guckt, ich weiß nicht, auf der Übersichtskarte werden wir es nicht sehen. Ne? Das sehe ich ja jetzt plus unten in der. Na, ich sehe ja keinen Düngerstatus hier. Mit Entsetzen festgestellt, dass wir einen Pflügenstatus aus hatten, das ist ja ganz gefährlich. Ich meine, hier haben wir ja auf jeden Fall gepflügt, aus dem einfachen Grund, damit wir Steine wegsammeln können, weil das würde ja sonst nicht gehen. Ne? Gut, hier muss weiter gemacht, hier wird weiter gewalzt. Wie gesagt, der Feld 5 muss ja dann nicht gewalzt werden, ne? Weil das hat ja unsere Sämaschine mit Ordnung. Doch, doch, das passt schon so. Wir kalken erst die 26. Das werden wir mit zwei Vorgewänden machen. Wenn wir merken, er kommt hier den Steinesammler zu nah, dann müssen wir da halt da eingreifen. Und ihn können wir auch zur 26 hinschicken. Den müssen wir dann bloß dort vom Zielpunkt runternehmen. Weil ich den vergessen umzustellen. Weil dann hatte ich den nicht schon hingeschickt, aber ich glaube, ich habe vergessen umzustellen. Ne? Da war er natürlich bloß Dünger holen. Ne? Weil wir müssen uns auch irgendwann um unsere Produktion kümmern. Aber da haben wir. Ja, Mist muss hin. Ich glaube, wir haben keinen Trecker frei. Gut, der wird frei dann, wenn er fertig ist. Der könnte das erledigen, ne? Und wir gucken mal. Das war am besten. Von hier aus mal runter. Gut, wir hätten aber die Karte springen können, klar. Wie weit kommen wir? Oh, bis in der Hälfte. Weil hier wird Stroh alle, ne? Mal schauen, ob es noch bis zur Ernte reicht. Das werden wir auch bis auf den letzten Moment versuchen auszureizen. So, Mist, haben wir 20.000. Ja, mehr wäre besser, ne? Gut, müssen wir gucken, wenn wir Trecker frei haben, können wir das mit erledigen. So, hier nehmen wir mal einen Helfer raus. Meine, es geht nicht schneller, wenn wir fahren, auf dem Gefühl her. Ne? Weil das Pflügen muss ich schon fertig machen, bevor ich den Kalkstrahl losschicke.
Und der Steinesammler ist auch nicht so langsam unterwegs. Das geht schon. Und wie gesagt, wenn wir 16:30 hier die Sämaschine angesetzt kriegen, in einer halben Stunde, also sprich in einer Viertelstunde, mit anderen Worten zum Ende der Folge, dann wäre das schon okay. Das müssten wir versuchen zu schaffen. Aber ich denke mal, das sollte machbar sein. Weil obwohl das Feld ist nicht klein, ne? Klein ist es nicht. So, Kalkstreuer und Sämaschine sind angekommen, ne? Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber wie viele Minuten sind wir jetzt gefahren? Wir fahren hier mit 17 km/h, ne? Mal schauen, ob das uns noch gelingt hier. Aber praktisch wäre das schon, weil dann hätten wir echt bei der Ernte ein bisschen mehr Spielraum, sodass wir nicht unbedingt zwingend an letzten Tags ernten müssen. So, noch die paar Meter bis davor, die schaffen wir noch. Dann können wir aber hier schon mal umstellen, dass er natürlich zum Hof, zur Werkstatt 3 fährt. Meine Kalkstreuer sieht gar nicht so schlecht aus. Steinesammler sieht gar nicht so schlecht aus. Ich glaube fast, wir werden mit Kalkstreuer noch warten, oder? Ja, dem werde ich ja sowieso 2 Vorgewände geben. Von daher ist das, glaube ich, komplett egal. Gut, den setzen wir ein. Mal gucken, wenn er sich natürlich jetzt, wenn wir jetzt aufs Feld fahren, er will dann auch links aus Map-Sicht. Links oben anfangen, dann ist ja das okay, ne? So, kein Kurs, dann nehmen wir einen Kurs, das lassen wir alles so. Klar muss er auf dem Bahn anfangen. Und er fängt zum Glück, ich sehe es nicht, wo fängt er an? Dort fängt er an. Ist nicht verkehrt, jetzt können wir so mitnehmen. Also wie mir das aussieht, donnert doch er jetzt hier ins Vorgewende, ne? Warten wir noch so lange, bis das erste Vorgewende anfängt. Oder rum hat.
Jo, kleiner Trecker mit den großen Kalkstreuer. Er müsste natürlich auch erst hier die Bahn hochsammeln, weil wir streuen jetzt definitiv breiter als wie das, was hier ist, ne? Wo ist denn der Kumpel hier? Den müssen wir warten, den warten wir ab. Weil der wird jetzt hier in die Außenspur fahren. Na genau, der hat schon angehoben. Ich meine, der fährt ja immer in 25 km/h. Ich meine, so langsam ist er ja nun nicht, ne? So, unser Flug ist angekommen in der Werkstatt, ne? So, die Sämaschinen, die stellen wir schon mal weg. Am besten drüben ans Feld. Nicht, dass wirklich der Kalkstreuer. Also er wird sich Nachschub holen müssen. Gehe ich mal davon aus. Nicht, dass der hier noch womöglich hängen bleibt, weil das wäre nicht äußerst schlecht. Wenn wir uns dann noch gegenseitig blockieren, ne? So, dann holen wir uns mal hier für den anstelle von dem Flug einen Hänger hinten dran. Dann fahren wir mal den Mist weg oder beziehungsweise werden das erstmal vorbereiten, dass wir das auch noch in den Griff kriegen. Dann stellen wir hier vorne einfach wieder ins Eck. Reicht eigentlich unser kleiner Hänger, müssen wir nicht ein Amperion nehmen. Weil wir könnten ja einen hinsetzen noch, ne? Ah ja, gut, nee, das müssen wir überlegen. Das müssen wir nochmal durch den Kopf gehen lassen. So, einmal hier Mist aufladen. Und dann fährt er mit dem Ausladen zur Saatgutproduktion. Anlieferung. So, da vorne kommt er. Sind wir eigentlich perfekt im Timing, ne? Was das betrifft, ja, aber 16, 18, da hinkt man ganz schön hinterher. So, jetzt sollte es auf jeden Fall passen. Jetzt haben wir noch ein Stück vorfahren, dass du hier Platz hast. Er wird es doch schaffen.
So, nächster Wegpunkt. 26 CPU-Übergabe. Aber er müsste eigentlich nicht. Was ist denn jetzt hier näher? Ist der Getreidehandel näher hier drüben? Ne, eigentlich ist doch hier. Das nächste ist doch die an der Lebensmittelproduktion. Bleibt der jetzt stehen, wenn ich hier unten umstelle? Ja, hä? Lebensmittel. Ah, ne, macht weiter. Okay. Wir hatten das nicht gestört. Das ist schon mal positiv. Genau. Aber das, was wir am Anfang der Folge gesagt hatten, dass man zum Ende hin, naja, wohl etwas fehlgeplant, ne? Aber ich will sagen, Arbeit beendet, das könnte doch eins davon unser Düngerstreuer sein, ne? So, wir sind jetzt auf 11 und müssen eigentlich gleich hier oben auf die 15. Das können wir gleich hier so erledigen, indem wir hier rüberfahren. 10 Liter, ne? Ist natürlich auch meine, wir könnten ihn jetzt einen Kurs generieren, schalten ihn an, dann fährt er lustig Dünger holen, ne? Aber ist natürlich erstmal alles eingestellt dann, ne? So, hier ausklappen, wir generieren hier einen Kurs. Wie gesagt, er wird zwar dann losdüsen, stellen wir ja schon mal Feld 15 ein. Weil mit 10 Litern kommt er wirklich nicht weit. Ein Vorgewende, lassen wir alles so. So, erster Wegpunkt. Hier schon mal anmachen, erster Wegpunkt. Und 3, 2, 1. Muss aufgefüllt werden. Weil wenn er zurückkommt und der Quadratmeter nicht macht, alles kein Ding, ne? Das ist eine Mission. Apropos Mission, wir können einmal Missionsgeld abholen. Was war denn das? Achso, das war der Mist, ne? So, hier Düngen abgeschlossen. Das Geld können wir uns abholen. Andere Mission gibt es leider nicht. Jedenfalls nichts, was wir erfüllen könnten, außer den Mais, aber den werden wir definitiv behalten. So, das nächste wäre eigentlich Milch, ne? Die dann mal in der Produktion müsste. Oh ja, da wird er ein Quadratmeter nicht mitgewalzt. So, er kann ja ebenfalls zur Werkstatt zurückfahren. Weil noch was zu walzen. Na gut, wir hätten immer auch noch die zweite Sämaschine, aber aktuell scheitern wir ja eigentlich an der Feldvorbereitung, ne? Das blockiert dann natürlich ihn. Er fährt hier zum Hof zurück. Am besten Halle parken. Er hat es ja zum Glück nicht weit zurück, ne? Wie viel muss er noch halt? Na, er muss schon noch mal mindestens einmal rum oder noch ein Stück mehr. Aber ich würde mal meinen, den Rest, den gucken wir uns dann am Dienstag an. Ne? Da müssen wir mal schauen, ob wir die Zeit auch zurückdrehen oder nicht. Das müssen wir dann, weiß ich, im März, naja, ich sag mal, eine Stunde bleibt schon noch hell. Ne? Mal schauen. Ja. Kalkstreuer macht auch ordentliche Arbeit dort. Das passt soweit. Also ich sage mal vielen Dank fürs Einschalten. Denn wer möchte, morgen Dienstag 16 Uhr machen wir weiter. Bis dahin und tschüss.